Das war's. Someone's gonna be black and blue tomorrow. Mr. Perfect. Ach, wie ich ihn geliebt habe. Mr. Perfect und Razor Ramon waren meine besten Wrestler, die ich gemocht habe in den 90er. Davon hatte ich auch von den beiden auch eine Figur. Ich hatte auch von Daddy Piastri eine Figur. Liegt irgendwo im Keller. Meine Zeit hat mit Jeff Hardy und so angefangen. Jeff Hardy? Das ist auch in den 90er. Ja, schon, aber... Ich hab Weil ich weiß, Jeff Hardy und Matt Hardy sind als Tag Team, glaube ich, boah, lass mich lügen, 97, 98 gekommen? Zu der WWE? Da war ich noch nicht mal geboren. Siehste? Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe erst mit 8 oder 6, keine Ahnung, meinen ersten Kampf gesehen und ich gucke ja immer noch nicht regelmäßig. Okay. Ja, früher habe ich öfter geguckt, weißt du, früher. Da waren die Kämpfe aber noch richtig geil. Jetzt, ich weiß nicht, ist langweilig geworden, meine Meinung. Ich fesselt es halt einfach nicht. Nee, mich auch nicht mehr so wie früher. Großereignis, die gucke ich gerne, wenn die richtig geil sind. Es gibt echt geile Kämpfe wie hier CM Punk gegen The Rock bei Raw War Rumble. Oder Goldberg gegen, hier CM Punk gegen The Rock. Raw War Rumble. War Rumble. Royal Rumble, besser? Ja, das hat sich gerade vergallen, Raw Raw Rumble. Ja. Royal Rumble. Da, die Kämpfe waren geil. Oder John Cena gegen The Rock hier bei WrestleMania. So Kämpfe liebe ich, weißt du, wenn das hin und her geht, ey. Wenn ich echt nicht mehr weiß, boah, wer gewinnt denn jetzt? Weil jeder zeigt seinen Finisher, weißt du? Und alle beide kommen aus dem Finisher raus, paar Mal. Das nenne ich nice, das nenne ich Kämpfe pur. Und nicht so wie Kämpfe, so, jetzt greifen wir mal ein. Deswegen habe ich das komische Gefühl, bei den Royal Rumble, hier Braun Strowman, Brock Lesnar und Kane, da läuft irgendwas schief, dass Brock Lesnar seinen Titel behält. Ich sag dir, da wird irgendwas schief laufen. War rein rechnerisch, müsste Braun Strowman, wie Felix auch gesagt hat, müsste Braun Strowman eigentlich gewinnen. Ist so. Ja. Aber ich habe da komisch gewählt, dass Brock Lesnar den Titel behält und den Titel erst bei WrestleMania verliert. So vermute ich mal. Ich will eigentlich gar nicht, dass Brock Lesnar den Titel verliert, weil er einfach, ich meine Meinung nach, ist es immer noch das Stärkste der WWE. Okay. Braun Strowman ist ja für die WWE auch kein Schwacher, ne? Ja, ja, schon. Aber man muss das auch mal so sehen. Strowman ist